Tag 8 von meinem Business Journey Selbstversuch, wo ich mich ein ganzes Monat lang intensivst mit dem Thema Remote Work und Remote Leadership beschäftige. Heute ein für mich ganz besonders interessantes und wichtiges Thema, wo ich so oft mit anderen darüber spreche, wie wichtig das ist und wo man einfach gar nicht oft genug betonen kann, wie interessant oder wie groß die Möglichkeiten dahinter sind. Ich kann im letzten Jahr einfach aus jeder einzelnen Minute heraus sagen, ich liebe Technologie. Ich liebe Technologie, wenn man sie richtig anwendet und was wir einfach alles für Möglichkeiten dadurch haben. Warum? Ich sage euch warum. Erstens mal hat es mir geholfen, dass ich dieses Experiment überhaupt machen kann. Zweitens mal hat es mir geholfen, dass wir im letzten Jahr unsere Events komplett auf ein neues Level heben haben können, weil es uns möglich war, dass wir von unseren Live-Events, auf die wir sehr, sehr stark angewiesen waren vorher, auf Online-Events umschwenken haben können. Und drittens, und das mache ich seit gestern, hat es mir geholfen, dass ich selber internationale Weiterbildungen, Ausbildungen, Masterminds und Co. besuchen kann. Und genau das ist der Punkt, den ich seit gestern eben mache. Das heißt, wie sonst könnte ein österreichischer Unternehmer aus Italien heraus bei einem amerikanischen High-Level-Mastermind- und Aus- und Weiterbildungsevent dabei sein. Und das in Zeiten von Quarantänen, Ausgangsbeschränkungen, Lockdowns, Pandemien, Reisebeschränkungen und Sonstiges. Und das mache ich seit gestern, weil eines der wichtigsten Punkte für mich in den letzten 20 Jahren meiner Selbstständigkeit ist und war immer schon, mich selber weiterzubilden, selber up-to-date zu bleiben und ganz einfach am Ball zu bleiben. Und das hat mir unglaublich weitergeholfen und das kann ich jedem nur empfehlen. Und auch das ist ein Punkt, der wäre im Moment einfach nicht möglich gewesen. Es wäre nicht möglich, dass ich dorthin reisen kann. Es wird gar nicht erlaubt, dass ich dorthin reisen kann, wo dieses Event eben stattfinden würde, an dem ich gerade teilnehme. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kann an diesen Events nicht teilnehmen, man kann keine Aus- und Weiterbildungen auf diese Art und Weise machen, oder solche Events werden zumindest als Hybrid-Events oder sogar als komplette Online-Aus- und Weiterbildungen eben gemacht. Und das Geile an der ganzen Sache, man kann live dabei sein, man kann das super interaktive machen, man kann super netzwerken und, aber dazu in den nächsten Tagen mehr. Also, was machst du übers Wochenende? Ich bilde mich weiter, ich lerne, wie ich mein Remote Work und mein Remote Leadership auf ein weiteres Level heben kann. Morgen ein neues Update dazu.